Herzlich willkommen beim Archon Eleko Tutorial. Wir beginnen mit dem Tutorial, in dem wir folgende Themen lernen. Starten Sie Archon. Teil 1 – Projekt anlegen. Klicken Sie auf Datei – Projektoptionen. Hier haben Sie diverse Einstellungsmöglichkeiten. Wählen Sie zum Beispiel Ihr gewünschtes Blattformat aus, geben Sie einen beliebigen Maßstab und Maßeinheit an und klicken Sie auf OK. Als nächstes klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf das weiße Blatt Neues Projekt. Im zweiten Step kreieren Sie Ihr erstes Geschoss. Im Geschosseigenschaftenfenster im Reiter Allgemein geben Sie eine Bezeichnung für Ihr neues Geschoss an oder wählen Sie aus den Voreinstellungen eine aus. Außerdem müssen Sie einige Höhenangaben vornehmen, zum Beispiel die Geschosshöhe. Sie ergibt sich aus der Strecke von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zu der Oberkante des Fußbodens im nächsten Geschoss. Klicken Sie auf dem zweiten Reiter DIN 277 und geben Sie zum Beispiel die Norm für die Stärke des Außenputzes an und klicken Sie auf OK.